Spooky, spooky, very spooky. Oh no, it's a monster. Spooky, spooky, very spooky. Ist dann Novak? Sollte Steiner sein? Nein. Seeler? Und Seeler! Jawohl! Einunddreißigste Minute, 1:0 für die deutsche Elf durch Uwe Seeler, der natürlich jetzt in diesem Moment hier in Norddeutschland wieder uns Uwe ist. Es bewahrheitet sich bei ihm eben das, was Sepp Herberger von ihm sagt. 1:0 durch Seeler auf Vorlage von Geiger. Was Sepp Herberger von ihm sagt, im Ausnützen der Torchancen ist er ein unerreichter Meister. Wenn ihm auch im Zuspiel, so wie heute, nicht immer alles gelingt, aber er ist im rechten Moment immer da. Dörfel. Gut gemacht von Szymaniak. Uwe! Dank von Uwe Seeler hat sich Szymaniak verdient. Das war großartig. Das 2:0 durch Seeler auf Vorlage von Szymaniak. So wurde Szymaniak schon bei der Ankündigung begrüßt. Und es scheint. Giesemann. Nochmal Giesemann gegen Law. Wilson. Tor! Tor für Schottland durch Gilzean, den Kopfballspezialisten, nach Flanke von links außen Wilson. In der 67. Das Spielminute. 2:1 durch die Nummer 9 Schildteam. Gilzean gegen Giesemann. Es war nicht astrein. Oh, Henderson. Und abseits. Abseits. Oder kam der Ball vom Gegner? Ja, das zweite Tor gilt. Steht 2:2. Durch Gilzean. Es stimmt, die letzte Aktion war nicht abseits, aber wahrscheinlich vorher. Aber dann kam der Ball von einem deutschen Abwehrspieler zu Gilzean, der zwar in Abseits.